Verdammt, jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen. Seid gegrüßt und somit herzlich willkommen bei Mech Games. Wie angekündigt, wollte ich noch ein paar Plays hochladen vom Thanatos. Ich hoffe, das Tiger-Design gefällt euch, so dass ich gleich im Jungle mit diesem Mech etwas herumtigern werde. Die anderen zwei Mechs haben auch schon ein fertiges Design bekommen. Also folgendes ist geplant. Ich möchte nochmal verschiedene Waffenkombinationen ausprobieren und austesten. Das sind zwar keine Empfehlungen, aber ich bin sehr experimentierfreudig und wer möchte, kann auch gerne Feedback hinterlassen. Die Einstellungen für den Mech sind auf meine Spielweise abgestimmt, was aber nicht gleichzeitig bedeutet, dass die Varianten die besten sind. Und dann schauen wir uns das hier mal in der Werkstatt uns etwas genauer an. Das ist ja die Standardvariante und diese wollte ich gerne abändern. Das muss jeder für sich entscheiden, wie er das machen möchte. Ich habe mir überlegt, dass ich hier beim Center Torsor die Punkte hier rausnehme und sie bei der Front mit reinnehme, weil ich ja mit diesem Mech dann flankieren möchte. Und da muss man halt aufpassen, immer in Bewegung bleiben, nie stehen bleiben, so dass man auch immer alles im Auge behält. Insofern aufpassen, dass dann auch kein Leitmech hinter einem steht, weil sonst könnte es dann doch sehr gefährlich sein. Hier mit 17 Punkten hier mit drinne. Gut, erstmal hier erstmal ein paar Punkte rausnehmen. Und dann oben erstmal alles schön mit Panzerungspunkten versorgen. Also so mache ich das immer, dass ich hier unten die Panzerung entnehme und dann oben, soweit es geht, dann alles hier mit vollen Panzerungspunkten belege. So, Moment, da geht noch einiges mit rein. So, 74, so, ich denke mal, so kann man das stehen lassen, fürs Erste. Der King im Ring. Ja, das mit dem Tiger-Design kam sehr spontan, ich bin da irgendwie auf die Idee gekommen, eins meiner Mech so ein Tiger-Design anzupassen oder anzulegen. In der Zeit kann ich ja auch noch ein paar andere Themen hier thematisieren mit euch. Zum Beispiel, was meinen Zweitkanal betrifft. Ich habe mir da noch gar keine Gedanken mehr gemacht, wann ich da wieder Plays hochladen werde. So gesehen ist erstmal der Kanal auf Eis gelegt. Aber wenn ich was hochlade, dann wird es auf jeden Fall querbeet sein. So gesehen werde ich jetzt erstmal mich auf diesem Kanal mich fokussieren und da Plays hochladen, so wie ich immer Zeit habe. Aber ich denke mal, im Neujahr wird es dann auf jeden Fall auch da auf meinem Zweitkanal mehr Aktivität geben. Aber es wird dann auch in eine ganz andere Richtung gehen. Gut, jetzt erstmal schauen, was ich hier mit rausnehme und wieder mit reinnehme. Ich finde das immer sehr interessant, was hier die Übersetzung betrifft. Also es gibt ja unten die Möglichkeit, den Übersetzer einzuschalten. Für die Leute, die zum Beispiel Probleme mit den Ohren haben. Die werden sich bestimmt auch so denken, was erzählt denn der Junge da? Weil ich habe mir das mir mal so gegeben, habe es mir mal so reingezogen und habe mir so überlegt, okay. Ach ja, was die Playlisten betreffen, also in der Infokarte. Ne, Abspann und Anmerkungen, da sind ja auch immer meine Playlisten zu finden. Ich habe momentan ein paar Probleme, da ich das nicht einsehen kann, was meine Playlisten betreffen, wo ich dann die Spieler, die User, die YouTube-User weiter verlinken kann, so einen etwas älteren Play. Ich weiß nicht, ob andere auch damit ein Problem haben oder das nicht einsehen können, aber momentan geht das irgendwie nicht. So gesehen sind dann diese Infokarten zum Schluss momentan ein bisschen useless, wenn ich dann keine Leute weiter verlinken kann zu meinen Playlisten. Deswegen müsst ihr selber dann schauen, wie es dann in meinen Playlisten so ausschaut, wenn ihr irgendwas Bestimmtes euch nochmal anschauen wollt. Weil momentan ist das so mit der Endcard. Es läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. So, ich glaube, für das, was ich hier ausprobiere, muss ich erstmal schauen, was ich hier wirklich mit reinnehmen möchte. Auch immer schauen, wie das hier so ausschaut. So, wir haben hier eher Matte Laser, Medium Laser könnte ich mit reinnehmen. Ich glaube, hier beim Center Torso mache ich das lieber so.
Mad Pulse Laser. Aber ich glaube, so kann man es lassen. Okay. Gut, hohe Hitzeentwicklung, aber mit Double Heatsinks, so viele Double Heatsinks, die ich jetzt hier mit drin habe, müsste das eigentlich gehen. Ich werde das erstmal so lassen. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich im Play wieder. Ihr könnt jederzeit gerne skippen, wenn es dann richtig losgeht. Ich bin dann erstmal hier raus und fange dann gleich die Aufnahme nochmal erneut an, wenn dann das Play hier dann losgeht. So, dann bis gleich. So viel dazu, dass ich im Jungle herumtigern werde, weil jetzt spiele ich nämlich auf der Eiswüste, aber okay. Ja, was die Nova Cats betreffen, da steht noch nicht fest, ob ich bei dieser Fraktion bleiben werde oder nicht. Das ist so gesehen jetzt nur vorübergehend, bis ich dann die Bücherreihe und die Story mir komplett durchgelesen habe. Und ich hoffe, dass auch in der Bücherreihe die ganzen anderen Randgruppen oder Söldnergruppen mit erwähnt werden, die unbekannt sind. Und falls nicht, werde ich dann im Internet nachrecherchieren, um die Storyline von den einzelnen unbekannten Söldnergruppen zu erfahren. Es gibt ja so viele Clans und Fraktionen, die unbekannt sind, die für mich unbekannt sind. Und da muss ich erstmal im Internet schauen, was für eine Story die haben. Und sobald ich irgendwelche Parallelen finde, wo ich sage, okay, dieser Fraktion würde ich mich gerne anschließen aus dem und dem Grund, werde ich euch auf jeden Fall Bescheid geben, welche mir da ans Herz gewachsen sind oder wo ich mich selbst wiederfinde, weil momentan kann ich jetzt zu den ganzen Fraktionen gar nichts sagen oder nicht viel zu sagen, weil ich die ja nicht kenne von der Story her. Aber gut. Das mit den Nova Cats hat sich jetzt einfach so ergeben, weil ich mit anderen im TS zusammen spiele und die gehören jetzt alle der Nova Cats Fraktion an und die haben sehr viel Positives erzählt, aber die schlechten Seiten wurden jetzt nicht so thematisiert. Gut, werde ich mich überraschen lassen und wie gesagt, im Internet kann man ja auch bestimmt noch irgendwas finden über den ganzen, über das Ganze. Ja, was wollte ich denn noch mit euch besprechen? Genau, die Endcard. Ja, ich habe da momentan das Problem bei Abspann und Anmerkungen, dass ich die Playlisten nicht sehen kann oder das Abo-Button. Ja, also da ist ja immer mein Profilbild immer zu sehen. Und wenn man draufklickt, dann hat man mich abonniert. Und das Button dazu, den kann ich nicht sehen. Obwohl ich jetzt zum Beispiel bei meiner letzten Endcard oder so ziemlich bei jedem Video, was ich hochgeladen habe, eine Endcard gemacht habe und da sehe ich dann diese ganzen Playlisten nicht. Ihr könnt mir gerne mal Feedback senden, ob ihr das gleiche Problem habt oder nicht. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Oder ob das jetzt ein Problem von YouTube ist oder ob man jetzt irgendwas machen muss, damit das freigeschaltet wird. Ich hoffe, man muss nicht YouTube-Partner sein oder so, damit die Möglichkeit besteht, dass man da irgendwie Zugriff darauf hat, seine eigenen Playlisten oder das letzte Video, was man hochgeladen hat, mit zu verlinken. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. Und eines könnt ihr mir glauben, wenn das dann irgendwann soweit ist, ja wegen werbeunfreundlich, dass dann Videos gelöscht werden oder dass man YouTube-Partner werden muss, damit man Videos hochladen kann, dann bin ich hier bei YouTube weg. Ich mache das, wie gesagt, hier nur zum Hobby, ja, just for fun. Und sobald da die Möglichkeiten immer mehr eingeschränkt werden, dann suche ich mir eine andere Plattform. Und wenn es keine gibt, die mindestens genauso gut ist wie YouTube, dann lasse ich das komplett sein. Ich habe das Ganze hier auch nur gemacht, weil ich Spaß daran habe, Videos hochzuladen. Aber manchmal kann YouTube echt irgendwelche Sachen mit einbauen, die einem nicht gefallen. Und dann verliert man daran den Spaß. Also ich verstehe jetzt gar nicht, warum ich jetzt noch eine Endcard mit einbauen soll, wenn ich dann eh nichts mitverlinken kann. Also wenn ich meine Playlisten
nicht mit verlinken kann oder das letzte Video. Da müsst ihr dann selber nachschauen, was in meiner Playlist zu finden ist. Ich finde es, wie gesagt, selber ärgerlich, dass ich dieses Problem habe. Es würde mich aber umso mehr wundern, wenn jetzt andere nicht das Problem haben, weil ich dann nicht wüsste, woran es liegen könnte. Ich habe ehrlich gesagt dann keine Ahnung. Aber auch bei anderen YouTubern sehe ich das immer wieder, dass wenn die dann irgendwas hochladen und dann kommt die Endcard, dass ich dann deren Playlisten, die dann in der Endcard mit eingetragen sind, dass ich diese dann nicht sehen kann. Ich habe auch bei mir geschaut, ob irgendwas deaktiviert ist. Bei mir müsste aber alles aktiv sein. So gesehen müssten mir diese Playlisten ja angezeigt werden. Und das ist ja nicht der Fall. Gut, jetzt muss ich mich aber erstmal konzentrieren. So, ich bin es nicht so gewohnt, so zu zocken und dann dabei zu reden. Also wenn ich jetzt gerade nicht in Action bin, dann ist es okay, aber sobald Action kommt, dann muss ich mich so langsam wieder beruhigen und dann mich mehr darauf konzentrieren, dass ich hier keine Fehler mache. So, dann wollen wir mal. Zocken und rauchen, das ist keine gute Idee. Das muss man sich echt abgewöhnen. Kennt ihr das, wenn ihr beim Zocken am Rauchen seid und ihr habt dann Rauch im Auge? Das ist extrem krass, ey. Eigentlich ziemlich scheiße, aber okay. Oh, das war jetzt nicht werbefreundlich. Ich hoffe, dass mein Video nicht gelöscht wird. Ich glaube und hoffe, dass mein Video nicht gelöscht wird. Nicht falsch verstehen, danke. Ja, YouTube halt, ne? Sagst du was, was den Leuten nicht passt, wird dein Video gelöscht. Was ist das denn? Da habe ich auch keine Ahnung. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe, was jetzt passiert, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Check ich nicht. Es gibt hier auch so Sachen bei den ganzen Map-Karten, wo ich nicht weiß, was dann passiert. So, mal schauen, ob ich hier irgendwie den Kill bekomme oder hier zumindest gut mit dabei bin, um zu helfen. Jo, der Tiger in mir. Diesmal ist es doch etwas anders, nicht wie bei meinen ersten drei Thanatos Plays, weil die Panzerung ganz anders verteilt ist und ich hoffe, dass ich jetzt etwas mehr aushalte. Aber schaut fürs Erste ziemlich okay aus. Oh! Keine gute Idee gewesen. Eieieiei. Ah, wieder zurück. Was haben wir denn da? Hallöchen. Oh, da ist ein King Crab. Eieieiei. Das ist... Oh, 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 scheiße, 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 scheiße. Ah, verdammt. Ah, das werde ich nicht mehr überleben. Das war's. Das ist... Oder kriege ich den noch? Oh, das war so knapp, ey, das war so knapp. Oh, verdammt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, der Tiger in mir. Oha. Aber so echt so auf den letzten Drücker noch den Kill bekommen. Ich wäre fast selber drauf gegangen. Oha. Okay, vielleicht bekomme ich den Kill ja auch noch. Die Glückssträhne ist ja da. Ups.
Ja, aber sonst haben wir das jetzt hier gewonnen. Eieiei. Jo. Die letzten drei Überlebenden. Alles klar, weiß ich Bescheid, haben wir gewonnen. Jetzt bin ich gespannt, was für ein Damage ich hier gefahren habe. Was die Endcard betrifft, da werde ich mir noch was überlegen. Ich werde da jetzt nicht viel verändern. Vielleicht habe ich das Problem ja einfach nur selbst. So, Damage 173. Ne? Bedenkt, ich benutze hier auch Alpha Strike, aber habe keine Skill Trees drin. 2 Kills, das lohnt sich schon. Mit dem Thanatos. Gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein. Tschüss, tschüss. Mit Öl.